Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Silent Age. Ich habe das jetzt alles am Stück aufgenommen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hätte es gar nicht gedacht, weil ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen anstrengend für den Kopf oder sonstiges. Aber die Rätsel sind nicht so krass. Also ich finde sie zumindest sehr angenehm. Noch immer warm von der langen Fahrt. Und die Story finde ich auch echt spannend, muss ich sagen, dieses Zeitreiseding. Frank sagte immer, dass dieses Ding stiehlt und betrügt wie sein Onkel zweiten Grades. Es macht mich irgendwie glücklich, dass ich nicht mit dem Auto zur Arbeit fahre. Ich finde das interessant, dieses ganze Zeitreisending. Und da ist halt die Frage, auf der einen Seite ist es halt logisch, dass man nicht vor der Zeitreiseerfindung in die Zeit reisen kann, also in die Zeiten davor. Auf der anderen Seite aber auch wieder, warum nicht? Also es ist so ein ganzes Theorieding, was so ein bisschen den Verstand übersteigt, weil es ja nicht real ist. Weißt du, was ich meine? Jetzt kann natürlich irgendein Schlauberger in den Kommentaren schreiben, ist doch vollkommen logisch, dass man in der Zeit nicht davor reisen kann. Und dann schreibt der Nächste, aber warum ist das logisch? Man kann doch auch das und das machen. Es gibt's einfach noch nicht. Oder vielleicht sind Zeitreisende unter uns? Die Reptilienmenschen? Okay, ich kann da nichts machen an dem Ding. Kommt hier Geld raus? Komme ich hier rein? Ich habe meine Zugangskarte nicht dabei und außerdem brauchst du einen Code außerhalb der Geschäftszeiten und die Kombination kenne ich nicht. Okay. Warum ist er trotzdem hier? Ach, das ist ein Krankenwagen. Ich viel von übrig geblieben. Loch im Boden. Riesenloch im Asphalt. Sind da Spuren da unten? Da werde ich nicht runterspringen. Meine Beine würden brechen wie Streichhölzer. Hier ist ein H wie Krankenhaus. Nein, ein H wie Hospital wahrscheinlich. Aber ich kann es nicht nehmen. Die Parkuhr. Geht auch nicht. Ich habe gedacht, da kommt irgendwie Geld raus. Sieht unheimlich aus. Okay, hier geht auch nicht, ne? Ah, hier, seht ihr? 25 Cent Stück. Keine Ahnung, wozu wir es brauchen, aber erstmal haben. Verkohlte Haufen. Das ist ein Riesenhaufen verbrannter Akten und Ausdrucke. Einige Aktenschränke voll, so wie es aussieht. Einige der Seiten sind teilweise noch lesbar. Was steht denn da? 71, wir haben Friedmann heute verloren. Das Einzige, was noch alarmierender war als die beispiellose Inkubationszeit des Erregers, ist die furchtbare Entstellung des gesamten menschlichen Körpers. Es ist wirklich ein grauenhafter Anblick. Okay. Gerade mal 49 Stunden nach der Ansteckung, während er sich in Quarantäne befand, brach sich Friedmann durch seine extrem starken Krämpfe selber die Wirbelsäule. Gemäß der firmeninternen Arbeitsanweisung wird seine Familie darüber informiert, dass er bei einem zufällig ausgebrochenen Feuer ums Leben gekommen ist. Eine Scheinurne wird an das Beerdigungsinstitut geschickt, um sie der Familie zu übergeben und sein Leichnam wird für weitere Untersuchungen hier behalten. Das Einzige, was ich hier als Kritik aktuell nennen muss, ist echt, dass ich hier nicht wegklicken kann manuell die Texte und sie gemütlich lesen kann, sondern halt so mega schnell alles machen muss. Okay, weiter verbrannte Haufen. Die Tür ist zu, denke ich mal. Dachte ich mir. Kaufen wir uns jetzt eine Lady für 25 Cent oder was? Disco-Kugel. Mit all den Teppichen, Spritzen und brennenden Ästen, die ich kürzlich für einen guten Zweck eingesetzt habe, vertraue ich so langsam immer mehr meinem Gefühl, welche Dinge wirklich nützlich werden können. Und dieser Bad Boy kommt definitiv mit mir. Muss ich jetzt auf den Tisch steigen oder was? Ach, habe ich die Münze angeklickt und nicht die Kugel? Ich habe keine Ahnung. Kann ich die haben jetzt oder was? Ich dachte, sie liegt jetzt einfach hier unten und nicht, dass eine Leiche neben mir schwimmt. Okay. Treppenstufen fehlen, die Tür scheint vernagelt zu sein. Okay.
Ihr sagt doch nichts dazu. Ein Kabel. Strapazierfähiges Kabel, das könnte mir noch nützlich sein. Okay. Sind die ganzen Lichter irgendein Abfluss? Mir fehlt hier ein Flüssigkeitsgeräusch. Das ist der Mensch, zumindest war es mal einer. Hier dieses und so ein wasserschlürfendes Geräusch. Nein, danke, ich kann Teile des Schädels sehen. Den Rest muss ich mir wirklich nicht ansehen. Okay. Flaschen kann ich nicht haben. Und ich glaube, hierhin geht es auch nicht weiter. Gehen wir mal zurück. Kann ich das drücken? Hey, don't you be touching that. Sorry, just looking. Okay. Können wir den strangulieren? Was ist in mich gefahren? Ich kenne den Typ ja nicht mal. Right on time. Welcome to the hippest joint in town, my man. We so underground, we literally four steps below the tarmac. Now, what can I do for you? Actually, I just saw the sign. I don't even know what I'm doing here. Of course you do. You here because you heard this place was jumping. And you heard right, my man. We got grooves so bad, we make Studio 54 look like off-season fat camp. It's kind of empty in here. Yeah, no, I know, man. We literally just opened like 5 minutes ago. They coming. They all coming. Don't you worry. You gonna be knee-deep in honeys before you know it. Believe that. Now, what can old Cedric get you? I don't know. I could use a beer, I guess. A beer? A beer in here? You embarrassing me here, bub. I got university degrees in mixonomy and mixology. I mix mojitos for the gods. Just a beer, please. Man, you really going through with all that, ain't you? All right. Seeing as you're the first patron of the night and all, I'll let you have that one. That'll be a dollar. A dollar? Jeez. You sure weren't kidding about this being a high-class joint. Look, I don't jack the prices, kid. This here establishment is just geared towards a more, shall we say, discerning clientele. But it's empty. Yeah. Thank you, man. I got that. I know it's empty, all right? I can see that. I told you, we just opened. Now, you gonna pay for that beer or what? I think I left my wallet in my jacket. I'll be right back. Oh, I'll be here. Uns fehlen also noch 50 Cent, oder was? Hier lag aber kein Geld, ne? Ihm können wir auch nicht mehr in die Tasche greifen. Ha! Okay. Den Knopf können wir nicht mehr betätigen. Hier war nur die Tür. Dahinter kann ich nicht gehen. Und wir haben so ein dickes Seildingens. Also hier dieses fette Kabel. Mit dem wir vielleicht irgendwas anstellen können. Ich weiß. Ah, hier hinten, wenn das Loch hier ist, oder? Können wir das hier irgendwie festbinden? Brauchst du zum Befestigen? Hier an der Parkuhr? Okay. Ich werde ja richtig gut im Knotenkunde. Aua, verdammt. Ich habe es verhext. Jetzt wird das... Ich habe es verhext. Er hat bestimmt irgendwas mit Jinxed gesagt oder so. Das ist ein bisschen anders gemeint, wenn... Okay. Münztelefon, da ist bestimmt auch nochmal 25 Cent drin, oder? Und jetzt? Danke. Boah, ist das gruselig. Dieses Kabel wird sicherlich für den Schweißarbeiten sein, die im Waggon gemacht werden. Okay, wir bleiben erstmal hier beim. Ist jetzt Geld drin? Oh, wenn sie funktioniert? Okay, dann liegt nichts im Münzfach. Hier auf dem Boden ist auch nichts. Das Kabel brauchen wir eventuell. Das lassen wir mal so, wie es ist. Das ist auch zu. Ein Hut. Jetzt beklauen wir auch noch jemanden, der hier gesungen hat oder sowas. Okay. Jetzt haben wir einen Euro zusammen. Was ist mit dir, Junge? Daran werde ich mich nie gewöhnen. Sein Stirnband können wir nicht haben, ne? Okay, was ist mit dem Ventilator? Ein wenig lose, wenn...
jetzt, wo die Schrauben verrostet sind. Ich kann es aber nicht ziehen, ne? Noch nicht verrostet genug für die bloßen Hände. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwas, was hebelt. Na, oh, das ist schon echt traurig, ne? Seiner Kleidung nach zu urteilen, ist er Kriegsveteran. Aber ich glaube, er ist auch blind. Einen blinden Kriegsveteran bestehen? Ich habe sicherlich in der letzten Zeit einige unentschuldbare Dinge zum Wohle der Menschheit getan, aber ich habe noch immer meine Regeln. Das ist traurig. Okay, der schweißt hier. Kann ich dem einfach die Rohrzange wegnehmen? Sir, would you kindly step away from there? It's not safe. Mhm. Er sieht beschäftigt aus. Okay, ich kann hier nur rausgehen. Hier ist das Kabelding, Stromversorgung. Kann ich das aber ausmachen? Verschweißgerät. Kravums. Okay. Dunkler Bereich. Ist so dunkel, um da hinten irgendwas zu sehen. Ich brauche da etwas mehr Licht. Und mein Ohr juckt. Lichtstrahlen. Ziemlich grell, wenn ich einen Weg finden würde, den Lichtstrahl zu verteilen. Den Rest des Raumes auch sehen. Wir brauchen also irgendwas Spiegelähnliches, sage ich mal. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Da finden wir bestimmt auch das Gerätschaftsdingens. Und holen uns einen Drink. Wir haben den Euro, Junge. Immer noch keine Eisenmietzen da. I've changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be dazzled. One rainbow frosted hot lava slushy deluxe with a twist coming right up. Drück mal auf den Knopf. Und klau dir die Kugel. Ich habe gedacht, ich muss es noch tun, während er quatscht, denn die brauchen wir bestimmt zum Licht verteilen. It is complete. Now, you could just let it sit there for a while, have the layers settle for that smooth sensation. Or you could have it right away and blow out your taste buds with sheer delight. Your choice. Wir kosten mal. Whoa. Man. That's... It's like the universe just revealed all of its secrets inside my mouth. Sweet mercy. It's like riding sidecar with a unicorn down a mountain of cashmere sweaters. Was? Können wir betrunken werden, wenn ich das die ganze Zeit mache? Mama, that's good. Oh, baby, you're not like the others. We're not hitchhiking anymore. We're riding. Whoa, man. Okay. That's... It's like the universe just... Ja, ich wollte gucken, wie viele Trinksprüche er quasi noch macht dazu. Okay, dann wieder zurück in der Zeit und runter mit uns in das Loch. Hänge ich das einfach hier hin oder wie mache ich das? Okay. Dann habe ich hier einen Schraubenzieher.
Klar wird er mir noch helfen, aber ich habe eher was anderes erwartet. Aber okay. Sieht fast schon cool hier drin aus. Okay, ich lasse den mal, weil ich glaube, ich kann bei dem nichts wirklich machen. Und wir gehen mal hier in der Zeit weiter. Kann ich das hier abdingsen? Ah, wahrscheinlich nicht. Oder doch? Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich muss ich in der echten Zeit die aufschrauben und dann in der jetzigen Zeit das rausruppen. Aber anscheinend hat es auch so geklappt. Was ist denn hier? Ventil? Wir können das Wasser rauschen hören. Selbst wenn es einen Weg unterhalb der Wasseroberfläche gibt, zwischen den rostigen Lüfterblättern. Warte mal. Cam? Ich frage mich, wohin das geht. Ich komme hier nicht durchgelaufen. Da nicht durchquetschen. Vielleicht mich darunter ducken, aber das Wasser riecht nach Petroleum und ungeklärte Abwässer. Okay, wir müssen das Wasser ablassen, aber das habe ich doch gerade probiert, oder nicht? Okay, er macht das nicht mehr. Ich höre noch immer Wasser rauschen. Okay. Wo ist es denn hin? Was ist denn das für ein Abwasserding? Hier ist ja alles generell voller Wasser. Deswegen. Huch. Ich habe gar nicht drauf geklickt eigentlich. Aber okay. Hier drin ist jetzt aber nichts passiert, oder? Hier ist ja so ein Bodendings, aber... Okay, aber... Eine Waffe. Er ist verrostet, aber die Trommel lässt sich noch drehen. Nein, warte, 5 Kugeln drin, eine Kammer ist leer. Der hat sich selber erschossen, also. Ich habe keine Waffe mehr abgefeuert seit der Grundausbildung, aber die könnte wirklich noch hilfreich sein. Okay. Oh, sag mir nicht, wir müssen den Schweißer jetzt erschießen. Alter, damit wir an seine Waffe kommen, nicht an seine Waffe, an das Gerät halt kommen. Wir haben 5 Kugeln. Theoretisch können wir wahrscheinlich auch den hier jetzt erschießen, oder? Aber ich wüsste halt nicht, warum. Hier macht's keinen Sinn. Wir gehen mal nach unten dafür. Aber wir müssen echt den Schweißer erschießen, oder? Es tut mir leid. Also, es ist gar nicht die Lösung. Entschuldigung. Das da abschießen? Er ist beschäftigt, nicht taub. Die Stromversorgung. Warte mal, wo geht denn das Kabel? Ja, geh mal raus. Wo geht denn das Kabel hin? Muss ich das Kabel hier? Aber das Kabel geht doch hier unten lang. Warte mal. Wir kriechen noch mal in das Loch rein. Das
macht er nicht mehr. Unzugänglicher Bereich, großer Ventilator. Es macht keinen Sinn, drauf zu schießen, ist mir klar. Du glaubst, das könnte klappen, aber irgendwie will es nicht. Das wäre richtig dumm, ich probiere es trotzdem. Das wird ihn nicht anhalten. Und auf den Knopf schießen? Das war sehr riskant. Das hätte... Hallo? Ist jemand hier? Oh, Drat. The muzzle split. I guess this gun was a bit too rusty after all. Haben wir ihn gerade angeschossen? An dem Ding kann ich nichts machen. Normalerweise hätte das hier den übelsten Querschläger geben müssen und wir hätten das Ding abgekriegt und wären daran vielleicht noch verreckt oder so. Was soll denn das Gewehr hier? Mitnehmen kann ich es nicht, ne? Es ist nicht geladen. Es riecht, als wäre es vor kurzem abgefeuert worden. Okay, wen? Aber... Nicht viel Nützliches hier außer der Kneifzange. Okay, damit muss ich höchstwahrscheinlich das Kabel draußen durchkneifen. Ich denke, die Tür ist zu. Oh no. There's blood on the handle. Das dachte ich mir. Okay, die ist immer noch zu, oder? Gut. Hier ist nichts. Das ist nur die Tür, ne? Ja, Gitter. Okay, ich kann jetzt durch den Lüftungsschlitz. Hier geht er wieder nicht durch. Doch, jetzt geht er durch. Es hat gestoppt. Ich will bloß gucken, ob hier... Hier ist aber nichts weiter. Okay. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, erkunden wir mal, was hier hinter diesem Lüftungsschlitz ist in der nächsten Episode von Let's Play The Silent Age. Bis dann. Tschüss.